um da hinzukommen, nehmen wir jetzt natürlich wieder faulerweise, wir sind ja einfach unglaublich faul, nehmen wir jetzt die Schnellreise. Ich bin gespannt, was jetzt bei der Quest rauskommt, weil wir haben ja eigentlich so ein Mittelding gemacht. Wir haben ja nicht die eine und wir haben auch nicht die andere Variante als Lösung gewählt. Wo ist denn der Baba? Hier irgendwo müsste der doch stehen. Eigentlich müsste ich den doch schon sehen. Achso, der ist hier drinne. Okay. CIT-Rotunde. Mögliche. Danke für den Hinweis, das habe ich schon gesehen. War das nur der eine? Bitte senken Sie Ihre Waffe. Okay, ich senke ja schon mal. Die Synths hier sind so ein bisschen dümmer, kann das sein? Hier war die Waffe doch, glaube ich. Ich bin eigentlich auf der Suche nach dem Weg zu Papa. Aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Hier ist ein kaputter Synth. Ja. Und. Ah, verdammt, ich schaff das nie. Was? Alter, ist das hier oben verwirrend? Entschuldigung. Wieder irgendwelchen Kappes mitgenommen, wie immer. Wo geht's zu Vater? Das ist jetzt das... Oberschenkel hat er dabei. Na, das ist schön. Die Frage ist, wo geht's denn hier weiter? Hallo, ich bin jetzt hier einmal im Kreis gelaufen. Ja. Bin ich doch, oder? Ja. Hier sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wo müssen wir lang? Ich merke auch gerade, ich bin mittlerweile viel zu abgelenkt irgendwie. Das tut mir auch ganz ehrlich leid, aber ich bin einfach so K.O. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe die letzten Tage eine Küche zusammengebaut und ja, alles Mögliche an Krams gemacht. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo Vater sein soll. Lass mich mal bitte durch, Jess. In den Ruinen des CIT. Moment, wir machen das mal... Ich mach das mal wieder ganz schlau und mach hier das aus. Dann sehen wir nur noch die Markierung für Vater. Das ist, glaube ich, besser als... Ne, da geht's ins Commonwealth. Also... Aber das soll in der Richtung 28 Meter oben sein. Hm. Tja, gute Frage. Vielleicht hier drüben lang. Da hätte ich mal zuerst lang gehen sollen, glaube ich. Vielleicht ist das ja vielversprechender. Ja, so, hier geht's ins CIT. Da hinten steht Vater. Ich frage mich jetzt, was passiert. Ich frage mich wirklich gerade, was passiert. Sieht krass aus. Sieht gerade einfach nur krass aus. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das
bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. So schlimm ist das nicht. Die Leute überleben. Vielleicht, aber der Preis wäre viel zu hoch. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Ihr habt mich eingefroren. 60 Jahre lang. Das haben sie. Und zwar aus gutem Grund. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Du warst es also. Du hast mich rausgelassen. Ja, es war meine Entscheidung. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Sean, eins solltest du wissen. Ich liebe dich. Das sehe ich. Das ist... tja, bemerkenswert. Bald wirst du... es hoffentlich verstehen. Alles, was ich getan habe, war für die Zukunft. Eine Zukunft, die hoffentlich nach den letzten Ereignissen nicht in Gefahr ist. In Bunker Hill ist es nicht gut gelaufen. Möchtest du erklären, was passiert ist? Boah. Geben wir die Schuld zu? Man hat uns fertig gemacht. Ist es wichtig, wie? Die Chancen auf einen Fehlschlag eurer Mission waren so astronomisch gering, dass es in der Tat wichtig ist. In Bunker Hill solltest du deine Stellung als wertvolle Bereicherung des Instituts festigen. Doch jetzt entsteht nur Misstrauen. Und dass die stählerne Bruderschaft darin verwickelt war, sie konnten nicht wissen, was da vor sich ging. Im Moment, denen habe ich aber nichts gesagt. Ich werde dem Direktorat das Ergebnis erst einmal nicht mitteilen. Es sind schon Dinge in Bewegung, die dadurch scheitern würden. Wo wir gerade davon sprechen. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Ich erschrecke mich da immer so. Moment, aber wir haben der stellenden Bruderschaft tatsächlich nichts gesagt. Also da sind wir ja ausnahmsweise wirklich unschuldig. Gut, beim anderen habe ich... Ich dachte, die Antwort ist eigentlich eine andere. Also ich hätte nicht... Also ich dachte, das ist keine Antwort in dem Sinne, sondern eine Rückfrage. Da habe ich mich wohl ein wenig getäuscht. Sonst hätte ich die, glaube ich, aber auch nicht gewählt. Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Es ist wichtig. Ja,
Das glaube ich dir, Vater. Wir sehen so kacke aus eigentlich. Moment, ich will mal ganz kurz was gucken. Wenn wir gerade hier sind, Kleidung, ich habe doch diese ganzen Synth-Dinger. Warum habe ich denn das nicht angelegt? Synth-Rüstung, rechter Arm. Was habe ich denn am rechten Arm an? So. Alter, ich habe so viel... Kann ich hier irgendwie... Nee, dann machen wir das so. Nein! So, ich will nur mal gucken bei der Synth-Rüstung, ob da noch was... Also, wir haben den Harnisch schlechter. Schlechter, 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 schlechter. Ja, okay, ein T54B Torso kann ich leider nicht tragen. Ein Tarnpolunder. Ah, das wäre was. Tessas Faust. Krass, was ist Tessas Faust? Kann ich mir das irgendwie... Ah, okay. Das ist eine... Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es ist ein Power-Rüstungsteil. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Weil ich kann es auch nicht anlegen. Schade, die Synth-Rüstung ist schlechter. Dabei sieht die echt cool aus. Die könnte als... Dingens-Variante hier, weiß nicht, wie das heißt, legendär, Elite, was auch immer, könnte die halt besser sein. Aber da müsste ich natürlich erstmal was finden. Ah, Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, gibt es hier keinen Stuhl für mich. Justin Ayo, Clayton Holdren. Gut, alle sind da, wir sollten jetzt anfangen. Ich setze mich mal dazu. Was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also... Wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Bei, nun ja, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ja. Ich glaube nicht. Ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht erwartet. Das Projekt ist seit dem Start geheim. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. In dieser Welt sind Kompromisse wohl notwendig. Wohl wahr. Viel zu lang waren wir abhängig von anderen, von unserer Umgebung. Das ist jetzt vorbei. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Atomenergie? Da ist die Katastrophe schon vorprogrammiert. Nicht in unseren Händen. Glaub mir, das ist die Antwort. Das ist die Zukunft. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit. Aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3. Und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja,
Er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Bitte, ist doch nicht dein Ernst? Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Wieso? Es muss eine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Jetzt zählt nur noch die Arbeit des Instituts fortzuführen. Alles wird gut. Das versichere ich dir. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Dr. Carlin leistet faszinierende Arbeit mit unseren genmanipulierten Pflanzen. Moment. Ich sorge dafür, dass hier alles reibungslos läuft. Ich bin gerade, jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Muss ich jetzt echt mal sagen, der macht uns zum Leiter des Instituts. Das heißt aber auch, wir können das besser machen, was uns nicht so passt. Ich rede trotzdem jetzt nochmal mit ihm. Ich frage mich oft, was die Gründer des Instituts von unseren Leistungen halten würden. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ich kann das schaffen. Natürlich kannst du das. Daher auch meine Entscheidung. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Boah, krass. Menschheit neu definiert, abgeschlossen. Über das Level-Up kann ich mich gerade irgendwie gar nicht so richtig freuen. Ich finde, krass. Und ich dachte, ernsthaft. Ich dachte, es könnte nicht schlimmer kommen. Ich dachte wirklich, es könnte nicht schlimmer kommen, was Plot-Twists angeht. Aber da hat mir Bethesda jetzt mal ordentlich in den Hintern getreten. So, wo müssen wir hin? 46 Meter diese Richtung. Krass. Achso, und Level Up. Achso. Das sollte ich noch zumindest noch vergeben. Ich weiß allerdings nicht, was ich da jetzt nehmen wollte. Moment, hier habe ich... Ah, okay. Also Vance ist zum Beispiel nur... Ich muss mal gerade gucken, weil... Waffenfreak... Wissenschaft haben wir komplett. Okay. Was haben wir denn hier noch? Robotikexperte. Da fehlt uns irgendwie noch jede Menge. Habe ich das jetzt genommen? Ja, ich habe es genommen. So. Krass. Ich bin perplex. Ich bin gerade sehr perplex. Ich mache das Licht schon aus. Ist ja alles okay. So.